Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, ich möchte heute über den ersten Brief Petri sprechen, Kapitel 4. Und hier kommt dieser Satz gleich von Anfang. Wer am Fleisch leidet, hört auf zu sündigen. Wenn uns schwer geht, wenn wir verfolgt werden für das Wort Gottes, wenn wir krank sind, wenn etwas passiert und wir leiden am Fleisch, dann hören wir auf zu sündigen. Ganz interessant, ich lese, wie es hier auch steht. Weil nun Christus an seinem Leibe für uns gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Gesinnung, denn wer am Leib leidet, der hört auf mit der Sünde, damit er daraufhin die übrige Zeit am Leib nicht für menschliche Leidenschaften, sondern für den Willen Gottes lebt. Also, er spricht zu den erwählten Fremdlingen in Pontus, Galatien, Kappadokien, Bithynien, die jetzt sind an Jesus gläubig geworden. Und die sind jetzt Fremdlinge, weil die anderen sind nicht gläubig. Die sind in dieser Welt fremd, aber die sind erwählt von Gott. Und jetzt sind sie da für Jesus als sein Volk. Aber er sagt, jetzt kommen Verfolgungen, jetzt kommen Leiden, weil auch Jesus gelitten hat. Weil Jesus war verleumdet, Jesus war geschlagen, Jesus war verraten, Jesus war letztendlich am Kreuz, also musste er sterben. Und ihr seid auch da seine Nachfolger, auch in eurem Leben kann sein, dass diese Verfolgungen kommen. Und dann prüft, was der Wille Gottes ist. Und interessant, weil wir wissen, auch in Jerusalem, da sind die Christen auch geflohen, weil da war mit Mord und Tod und die mussten irgendwo weiter mit ihren Familien in andere, also Länder sind sie gefahren. Interessant, die haben dort dann auch von Jesus erzählt, durch das wurde das Wort Gottes auch in ganz Mittelasien verteilt und verbreitet. Aber die mussten fliehen und es hat ich mit Leiden hat es zu tun. Er sagt aber, prüft, ob das der Wille Gottes, im gleichen Kapitel sagt er weiter. Glückselig seid ihr, wenn ihr wegen des Namen Christi geschmäht werdet. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, aber bei euch ist er gepriesen. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder, Dieb oder Übeltäter oder als einer, der fremde Dinge will haben. Leidet er aber als ein Christ, dann schäme dich nicht und ehre Gott in deinem Fall. Ganz wichtig, also du musst prüfen, vielleicht hast du auch was Ungerechtes getan, weil du jetzt verfolgt bist. Wenn du für Namen Jesu verfolgt bist, dann ist es in Ordnung, du wirst verherrlicht. Der Heilige Geist, der ruht auf dir. Du wirst es auch, wenn man dich rausruft, was zu sagen, der Geist gibt dir notwendige Worte. Aber es kann sein, dass du etwas Falsches getan hast. Ich erinnere mich an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, auch in Russland, da waren die Christen auch verfolgt. Viele wurden ins Gefängnis geworfen. Ja, von den Leuten, die ich auch gekannt habe, waren mehrere, die dann ins Gefängnis kamen und waren für 25 Jahre verurteilt. Ja, einige sind dann 4,5 Jahre mussten im Gefängnis sein, einige ein bisschen mehr oder weniger. Aber dann, weil Stalin gestorben ist, dann wurden sie auch entlassen. Aber sie waren trotzdem noch unter dem Druck jener Regierung und mussten auch weiter sehr vorsichtig handeln, also dass sie nicht wieder ins Gefängnis kommen. Und es ist interessant, dass manche aber auch in dieser Zeit, sie sind ins Gefängnis gekommen, weil sie etwas gestohlen haben. Auch von Christen. Ja, sie waren hungrig, die mussten die Familie versorgen. Dann haben sie hier irgendwo Weizen genommen oder noch was. Und dann waren sie auch verfolgt. Und er sagt, prüf eigentlich, ob du, warum bist du im Gefängnis? Weil manche waren in Gefängnissen, weil sie auch schlechte Dinge erzählt haben über die Politik oder irgendjemand verraten haben. Prüf dich. Wichtig ist, dass ihr nach dem Willen Gottes, und wenn ihr nach dem Willen Gottes leidet, dann ist der Heilige Geist auf euch und er wird verherrlichen euch und auch mit euch sein und Kraft geben, dass ihr auch bestehen könnt. Ein anderer Gedanke, der hier mir wichtig ist, Leiden am Fleisch. Jemand ist krank geworden. Und ich weiß, bei manchen Fällen, jemand ist krank geworden, er hat sich so in die Nähe Gottes getrieben. Er hat so viel gelesen, gefragt, was habe ich vielleicht Falsches getan, hat um Vergebung bei allen Menschen möglichen gebeten. Der war so also im Gebet bei Gott. Gott, ich weiß, für dich sind alle Dinge möglich. Bitte heile mich, mach mich rein.
Hilf mir Frieden mit jedem Menschen machen. Und die sind durch dieses Leiden in eine Situation gekommen, dass sie nicht mehr gesündigt haben. Aber die haben gesucht, was der Wille Gottes ist. Wo soll ich Frieden machen? Wo soll ich etwas noch verbessern von dem, was der Herr mir gegeben hat? Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Gedanke. Wenn es uns jetzt schlecht geht oder so, dann müssen wir irgendwie hier den Willen Gottes suchen. Nicht die Schuldige, die mich jetzt hereingebracht haben. Aber der Herr kann aus jeder Situation, wenn wir auch am Fleisch leiden, es so weit bringen, dass wir näher zu Gott kommen. Dass wir verstehen, seinen Willen besser zu tun. Und der Herr möchte uns wirklich in jeder Situation Kraft geben, dass wir ihn verherrlichen. Sein Name sei gepriesen. Amen.